Hallo und herzlich willkommen, ihr FIFA-Zocker und vor allen Dingen ihr Modern Consumer. Ich bin's, Basti. Und heute spiele ich den neuen Modus, den WM-Modus im Ultimate Team von FIFA 2014 auf der PlayStation mit der Kamera, mit der Taschenlampe in dem Controller. PlayStation 4 an. Und was laber ich denn mal wieder heute? Ja, also es gibt einen neuen Modus im Ultimate Team. Ungefähr 500 MB hat er, glaube ich, hier runtergeladen, als das jetzt rausgekommen ist am Freitag oder sowas, 28. Mai, in dem Dreh war das. War ja nochmal am Tag verschoben worden. Dann waren die Server, dann ging gar nichts mehr, meiner Meinung nach. Aber egal, es ist jedenfalls ein neuer Modus im Ultimate Team dabei für die WM jetzt. Das heißt, da gibt es komplett neue Sets bzw. neue Spielerkarten. Und ja, so richtig habe ich den Modus auch noch nicht verstanden. Ich habe jetzt schon mal angespielt. Man kriegt am Anfang eine Mannschaft dahin gewürfelt und ja, muss dann gucken, dass man sich für jedes Spiel kriegt man irgendwie einen neuen Spieler, eine neue Karte und dass man sich eine gute Mannschaft zusammenbaut. Ich verstehe das Ganze nicht so richtig, was das eigentlich soll, weil EA ja vor kurzem das Spiel für die Xbox 360 und PlayStation 3 rausgebracht hat. Jetzt machen sie das Ding hier im Ultimate Team. Also so ganz, keine Ahnung, was das bringen soll. Vielleicht nochmal so ein Ansporn, dass die Leute wieder neue Kartensets kaufen. Ich weiß es nicht genau. Übrigens, ich habe das WM-Spiel ja angespielt. Ihr habt jetzt hoffentlich das Finale bei mir gesehen und ich weiß nicht, ob es da noch mehr zu dem Spiel bei mir gibt. Ihr habt jetzt gerade gesehen, ich bin im Ultimate-Team-Modus drin und da ist dieser Modus nochmal drin. Das heißt, wenn ihr, so wie ich, 65.000 Münzen im Ultimate-Team hattet, dann habt ihr die jetzt hier in diesem Modus auch. Und man kann hier entscheiden, ob man einmal das Turnier online, also die WM online spielen will oder Einzelspiel. Das heißt, Gruppenphase, man muss nicht alles gewinnen, kann aber alles gewinnen und dann im K.O., in der K.O.-Phase muss man natürlich alles gewinnen bis zum Titel dann. Ich glaube, es gibt ein neues Stadion, in dem habe ich bis jetzt immer gespielt dann und ich weiß nicht, ob das Finalstadion Rio de Janeiro auch drin ist. Jedenfalls kriegt ihr am Anfang die Möglichkeit, euch für ein Land zu entscheiden. Ich kann euch jetzt den Modus nicht wirklich erklären, was jetzt hier alles so für Gedanken dabei sind. Ich kann euch nur sagen, was passiert ist. Ich konnte mir eine Mannschaft aussuchen, für die ich spielen will. Ich habe natürlich Deutschland genommen, wie immer. Vielleicht auch langweilig, aber egal. Ich habe Deutschland genommen und ihr seht, da sind die Original-Trikots jetzt dabei. Und dann habe ich per Zufall eine Mannschaft dahin gewürfelt bekommen. Chemie, Kacke, kriegst du alles nicht gescheit hin. Und ihr seht, das sind neue Karten. Das ist nicht mehr wie bei normalen Ultimate Team, dass du hier Mannschaft, Nationalität und Liga hast, sondern jetzt hat man zum Beispiel hier, den kennen wir ja von Leverkusen, den Son. Jungmin Son, da seht ihr, der ist Koreaner und kommt ja, aus der asiatischen Region quasi. Das ist ja die Konföderation, oder was weiß ich, wie man das nennt, da wo die sich qualifizieren mussten, die Länder. Das heißt, es gibt jetzt nur noch zwei Verbindungsmöglichkeiten, also entweder Nationalität oder halt diese Konföderation. Ich nenne das jetzt mal so, ich weiß nicht, ob das so heißt, aber egal. Den habe ich jedenfalls gezogen und ich weiß nicht, ob die Werte genauso sind wie im normalen Ultimate Team. Ich gehe aber mal davon aus, dass das dem seine aktuellste goldene Karte zum Beispiel jetzt ist, von den Werten her. Ja, und dann baut man sich seine Mannschaft so optimal wie möglich zusammen. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass wir nicht mehr wie im Ultimate Team hier mehrere Mannschaften speichern können. Nein, wir haben nur diese eine Mannschaft. Das heißt, ihr müsst mit der Auswechselbank hin und her wechseln. Also, man ist ständig, also ich bin ständig am Hin- und Herwechseln, damit die Spieler fit spielen können halt, ne? Das heißt, meine Chemie ist immer relativ schlecht und ich habe auch bei den Gegnern, gegen die ich bis jetzt gespielt habe, nicht wirklich gute Chemie gesehen, so. Also es war immer ziemlich bescheiden. Ja, was habe ich jetzt vor mit dieser Serie? Ich bin jetzt schon viel am Reden und noch nichts gemacht. Ich will jetzt mal gucken, dass ich die WM gewinne. Keine Ahnung, ob das was wird. In diesem Video zeige ich euch jetzt quasi ja meine Mannschaft. Erkläre euch, was grob los ist. Das habe ich jetzt auch grob gemacht. Und dann werde ich das erste Spiel gleich spielen. In diesem Part mache ich das jetzt noch ganz normal. Und für die nächsten Parts habe ich mir vorgenommen, viele werden es scheiße finden. Einige werden sagen, oder viele werden sagen, ja, ist auch gut so. Ich werde die nächsten Parts ganz normal aufzeichnen, ganz normal kommentieren, aber zusammenschneiden, dass das nicht allzu lange Videos werden. Mal gucken, was überhaupt passiert, ob ich es überhaupt schaffe, aus der Gruppenphase rauszukommen. Ich habe keine Ahnung. Ja, ihr seht auch, dass meine Mannschaft jetzt ziemlich durcheinander ist. Ich hatte jetzt halt Son gezogen und den wollte ich gerne einsetzen. Der hat halt 5 Sterne schwacher Fuß und
ist relativ stark, also ich finde ihn ziemlich gut. Dann habe ich hier für die Verbindung dann noch welche aus der asiatischen Liga reingemacht. Ich hätte auch noch andere zur Auswahl. Ich hatte mal optimal, meine optimale Chemie war mal bei Pan 80 irgendwie. Da hatte ich das 4-1-2-1-2-System genommen und nur welche aus der europäischen Liga. Aber sobald ich halt auswechsel, hin und her wechsel, geht die Chemie ja weiter runter. Und ja, so ist das. Halt, bevor es jetzt richtig losgeht, nee, das machen wir vielleicht im nächsten Part. Machen wir es vielleicht im nächsten Part? Ja, machen wir diesen Part. Nee, wir machen jetzt diesen Part alles. Habe ich mir gedacht, komm, ich ziehe jetzt noch ein paar Packs, vielleicht ziehe ich ja coole Spieler. Das Geile ist, ich habe Deutschland genommen. Es ist kein deutscher Spieler in meiner Mannschaft drin gewesen. Ja, das ist die Möglichkeit, die ihr auch noch habt. Achso, hier ist übrigens Turnierstatistik, okay. Zuweisen der Trikots, das habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Ja. Okay, vielleicht kommt da nochmal irgendwas, keine Ahnung. Ja, im Shop könnt ihr euch eine Pack-Variante kaufen. Es gibt halt hier nur 5000er, ich sag mal Gold-Packs, ja? Sets für dein FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft-Team. Das heißt, ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt mal so irgendwie 3-4 Packs auf. Hoffe, dass ich noch den einen oder anderen guten Spieler ziehe. Und die werde ich dann in meine Mannschaft integrieren. Und ihr werdet jetzt sehen, da sind auch goldene Karten fürs normale Ultimate Team bei. Also, wenn man hier die Münzen ausgibt, ist man ein wenig entschädigt. So hatte ich das mal irgendwo gelesen. What? Rubinho? Da muss ich ja schon wieder umbauen. Ja, warte mal, nehme ich doch lieber Rubinho als Son. Oh mein Gott, jetzt geht das schon los. Ja, ich würde sagen, das ist mein bester Spieler bis jetzt. Ja, den muss ich nehmen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er so einen schlechten Schuss hat. Rubinho, wen haben wir noch? Welcome to the jungle. Stürmer, was hat der so hier? Drei Sterne, kenne ich gar nicht. Was ist das für ein Land? Honduras? Ja, kenne ich nicht. Also ich habe bis jetzt noch nicht wirklich was Nennenswertes. Na naja, gut, ihr habt ja gesehen, was ich habe. McGowan. Da hätten wir schon wieder einen. Ne, von Asien habe ich einen guten, weil der. Ich habe da einen rechten Verteidiger gezogen, der hat 91 Tempo. Hier André Martins, Portugiese, Tempo 80, das sieht auch schon wieder gut aus. Florenzi, Italiener, schon wieder einen guten ZM. Also, ich bin da echt gut bedient. Ja, Costa Rica, den brauche ich jetzt nicht. Tatsächlich, es gibt andere Trikots, oder? Ach nee, das ist ein Trainer, okay. Gut. Ja, die brauche ich jetzt nicht so dringend. Kann man behalten. Kann ich das direkt auf die Transferliste machen? Aha. Shield ist auch schön. Was ist das da? Ich habe doch ein Trikot gezogen. Ich kann doch Deutschland nehmen und spiele dann doch mit französischen Trikots. Auch interessant. Ach geil, ich sehe gerade, ich hab noch ein Goldpack. Oh, ist ja geil. Ist ja geil. Einlösen, ja, herrlich. Das kann ich dann im Hauptmenü dann aber nur von FIFA machen. Das geht jetzt hier natürlich nicht. Werde ich dann irgendwann heimlich machen oder was? Keine Ahnung, mal gucken. Das heißt, jetzt ist hier tatsächlich nochmal so ein kleines Pack-Opening am Start. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich sage, Westermann, mein erster Deutscher! Yeah. Und der kommt gar nicht mit zur WM. Ja, nee, der ist nicht dabei, ne? Westermann ist gar nicht nominiert. Vor allem, wie sieht der denn aus hier drauf? Wie sieht der denn aus? Ja, endlich noch ein Innenverteidiger, weil ich habe nämlich eigentlich fast keinen. Doch ein Innenverteidiger, herrlich, Abidal. Richtig gut. Also, ja, okay, aber richtig gut, dass ich... In Russen habe ich jetzt auch... Linkes Mittelfeld Russen habe ich jetzt 3. Sehr unspannend. Abubakar, 87er Tempo. Ja, es ist einfach so, wie es ist. Ach, siehst du, und da habe ich tatsächlich was doppelt. Ach, man kriegt anscheinend in jedem Pack nochmal ein Goldpack gratis, oder wie soll ich das jetzt sehen? Ja, okay, also es wird so sein wahrscheinlich, dass ich das Video splitten werde und das Spiel dann doch dann komplett ins nächste Video rein verfrachten werde, weil das wird sich jetzt gleich hier noch ein bisschen ziehen, so wie ich das sehe. Ja, was kann ich jetzt hiermit machen? Da kann ich nichts mitmachen. In Verein geht ja nicht, weil habe ich ja schon. Ja, okay, also Schnellverkauf. Ich verkaufe ihn für, sagen wir mal, 0. Vor allen Dingen zweimal hintereinander das französische Trikot ziehen. Das ist ja mal mega Zufall. So, Vereine hinzufügen. Komm, ein Pack machen wir noch auf. Dann mache ich noch die anderen beiden Goldpacks auf. Baue die Mannschaft hin und dann sind wir irgendwann
Ups, dann sind wir irgendwann durch mit dem Video. Vor allen Dingen, du klickst zweimal da drauf. Ja. 5000er Pack, nochmal draufklicken, 5000er Pack. Sehr gut, so will ich das haben. Ja, so, mal gucken, wen kriegen wir jetzt? Spannung. Fernandinho? Fernandinho! Das heißt, noch einen guten ZM-Spieler. Richtig gut, schwache Position. Sehr schön. Das heißt, ich muss mir dann doch eine südamerikanische Mannschaft irgendwie bauen. ZIV, ja, sehr schön. Oh, 85er Kopfball. Das ist auch ein Mutant da aus Korea, oder? Sind die da so groß? 1,85? Entschuldigung, wenn ich jetzt irgendwas Böses gesagt habe. Hugo Almeida. Portugal habe ich dann auch. Was? Tempo 50? Vor allen Dingen, wie sieht der denn mittlerweile aus, bitte? 30 Jahre älter. Torhüter habe ich so viele, das ist nicht mehr feierlich. Weil die wir. Hihihi. Lelele. Fällt mir dazu nur ein. Miller, okay. Ja, das andere ist alles nice to have. Der, das sah aus wie auf dem Bild. Guter Trainer. Sah auf dem Bild aus wie. Wie hieß er nochmal? Der Boxer da. Wie hieß er denn? Der das Ohr abgebissen hat da. Wisst ihr doch hier. Wie heißt er denn? George Foreman war es nicht. Egal. Ich hasse diese Momente, wenn man nicht auf das kommt, was man sich überlegt. So, ich werde jetzt ewig weiter überlegen und nicht drauf kommen. Ich kenne mich. Der hat mitgemacht bei Hangover. Mann, wie hieß denn der Boxer? Erkenfehl. Ja, egal. Mike Tyson. So, jetzt ist es raus. Sonst hätte ich hier wieder mal keine Ruhe gegeben. So, jetzt machen wir die Packs auch noch auf. Hier, bam. Mal gucken, was wir da so ziehen. Das ist eigentlich ein Pack-Opening-Video, muss man so sagen, ne? Aber ist ja schön, dass ich da jetzt auch nochmal was kriege. Was ist das eigentlich? Ach, Simon Rolf ist es. Kannst du eigentlich direkt abstoßen. Magalon. Ich gucke noch nicht nach rechts. Ich gucke jetzt nach rechts. Aha. Interessant. Ja. Das ist immer höchst interessant. Eine niederländische Trainerkarte. Und Trikots, die ich vielleicht auch mal anziehen werde. Gut, das war das erste Pack. War nix. Das nächste Pack. Was ist das eigentlich für ein Trikot? AAP. Keine Ahnung. 50.000 Münzen habe ich noch übrig. Ja, das ist alles ganz gut so. Also alles ganz gut. Starke. Verkaufen. Brauche ich nicht. Sidewell und Fox habe ich. Ja, sehr schön. Die kann man eigentlich alle abstoßen, glaube ich. Oh, hier. Lehmann hier. Regine Lehmann. Was ist ich? R. Punkt. Was für ein Bild. Das brauche ich nicht. Ja, kann ich alles behalten, weil das werde ich sowieso alles nicht los. Und das letzte Pack wird jetzt aufgemacht, bevor es gleich wieder zur Mannschaft geht. Es ist ein Hin- und Her-Video, würde ich fast sagen. Vor allen Dingen am Anfang noch zu sagen, ich mache gleich ein Spiel. Und dann mache ich gar kein Spiel. Olsen, na klar, den brauchte ich auch ziemlich dringend. Und wen haben wir da? Schuster. Linker Flügel, Wilson Eduardo. Ah, okay. Wieder mal ein Portugiesen heute gezogen. Oh, 1000 Münzen. Und das hier ist auch 1000 Münzen wert. Circa. Diese Teamtrainingskarte. Sehr praktisch. Oh, das Trikot ist ja geil. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Könnte man sich ja mal aktivieren. Ich nehme mal das. So, das werde ich demnächst mal austesten bei mir. Ersten Villa. 1000 Münzen. Warum gehen jetzt eigentlich wieder die Aufgaben? Das finde ich auch lustig. Als ob ich das noch nie gemacht hätte. So, das ist doch alles schon durch. So, komm hier. Schnellverkauf. Braucht kein Mensch. 85 Münzen gewonnen. Yeah, es geht ab. Gut, also jetzt geht es wieder in den WM-Modus zurück. Ich hoffe, das war unglaublich spannend jetzt für euch, das zu beobachten hier. Was jetzt der Consumer da so macht, ne? Ja, so, aktive Mannschaft. Im Prinzip müsste ich alles nochmal aufräumen. Im Prinzip müsste ich das alles einmal aufräumen. Das macht ja keinen Sinn, hier von den USA welche reinzumachen. Wobei ich da auch gute habe. Der Evans ist gut. Der Altidor ist gut. Aber die passen halt nicht alle in das Team rein.
Kann ich hier auch rausmachen? So, das heißt, das wird jetzt noch ein wenig dauern. Vielleicht mache ich es jetzt mal so. Ich gucke mal, was ich für Spieler habe, die die besten Werte haben und versuche, die in eine Mannschaft reinzumachen. Ich meine, jetzt habe ich schon mal 3 Brasilianer für meine deutsche Mannschaft spielen. Sehr gut. Ja, den Torwart, ne? Macht ja keinen Sinn. Hector habe ich auch. Victor habe ich auch. Brasilianischer Torwart macht keinen Sinn, weil die ja hier weiter vorne sind. Ah, dann ist ja wieder der Son raus. Aber wen nimmst du lieber? Son oder Robinho? Ich würde dann sagen Robinho. So, dann machen wir hier Fernandinho hin. So. Ist jetzt auch noch nicht ganz geklärt, welche Aufstellung ich überhaupt nehme. Ne? Das ist ja auch nochmal das Ding. So, hier könnt ihr nochmal sehen. Südamerika bräuchte ich jetzt noch. Da hätte ich noch so ein paar. Guck mal, da hätte ich sogar einen Stürmer. Mit 2 Sterne schwacher Fuß, ey. Boah, ja. Er ist einfach vom Namen schon cool. So, ja. Der hat zwar ein hohes Tempo und einen guten Schuss, aber 2 Sterne. Na ja, gut, das geht halt auch. Geht auch. Kann man machen. Gucken wir mal, was passiert. Oder wo war der her hier? Er war auch aus Europa. Im Prinzip bräuchte ich noch einen im Mittelfeld da. Aber da, ja, Ramirez könnte man nehmen. Nimmt man auch, oder? Warum nicht? Why not? So, dann habe ich hier so ein... Oh, guck mal, schon 69 Chemie jetzt. Was habe ich denn noch von da? Ich glaube, die Asiaten sind raus. Ja, keine Ahnung, aber es ist halt irgendwie... Ah, warte mal, wie machen wir denn mal raus? Die... Ich hätte eigentlich alles nochmal löschen müssen und von vorne anfangen sollen. Das wäre jetzt, ist jetzt ein bisschen durcheinander hier mit mir, glaube ich. Tja. Das macht aber auch keinen Sinn. Was, der hat 5 Sterne Spezialbewegung, 4 Sterne schwacher Fuß, den musst du eigentlich nehmen. So eine verrückte Mongo-Mannschaft. Den muss man eigentlich nehmen. Das kannst du gar nicht. Das kannst du gar nicht anders machen. Den so. Tja. Was machen wir jetzt hier? Rechter Flügel. Da müsste ich jetzt einen Afrikaner nehmen. Damit ich da eine Verbindung habe oder sowas. Ja? Ich bin ganz schlecht in sowas bauen hier. Das ist halt echt. Das gebe ich auch echt offen und ehrlich zu. Gar kein Problem damit. Ja, wenn du halt nur solche Spieler hast, was willst du denn da machen? Oder ich mach Son auf dem rechten Flügel, scheiß der Hund drauf. Der kann ja mit links auch schießen. Hat jetzt ein Chemie. Und mach den mal dahin. Da, also ich glaube, weil das hier so verkuddelt alles ist, kannst du Ewigkeiten brauchen, um das alles gescheit hinzukriegen. Ah, das ist alles nicht einfach irgendwie. Ha. Tja, aber das macht keinen Sinn. Das ist scheiße. Ich brauche eine gute Chemie, weil man merkt, das habe ich halt in den Spielen schon gemerkt, mit einer schlechten Chemie kriegst du einfach nichts hin. So, und jetzt gucke ich mal, was passiert, wenn ich den Stürmer dahin mache. Kann ja nicht viel schlechter sein. Aber dafür kennen sich halt alle gut. Ah, ah, scheiße. Tja. Rechter Flügel. Ich habe nur einen rechten Flügel. Und Robinho. Was ist eigentlich? Kann man hier eigentlich noch... Die Karten kann man anwenden. Also ich könnte den noch als linken Mittelfeldspieler hinmachen. Theoretisch. Was hätten wir denn da noch für Optionen? Ich weiß auch nicht. 4, 3. Ja, ich muss ja einen linken Flügel lassen. 64, 68. Achso, ZDM. Okay. Nee, das macht keinen Sinn. Nicht mal die eine hier. Wo war es denn? Klack, klack. So, die nehme ich jetzt mal.
Vor allen Dingen ZOM als ZDM hinmachen. Ich hatte doch irgendein ZDM. Tja, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Nochmal den hier hinmachen. Guck mal, da wird halt die. Es ist halt echt schwierig. Hat denn eigentlich der rechte Flügel zum rechten Verteidiger auch eine Verbindung, auch wenn man das jetzt hier nicht sieht? Das wäre mal interessant zu wissen. So, was hatte ich hier? Den Emana. Den kann ich doch mal hier hinmachen. Bringt aber nicht viel von der Chemie. Habe ich denn noch einen rechten Verteidiger? Es ärgert mich, dass ich meine guten Spieler nicht alle einsetzen kann. Ne, einen rechten Verteidiger aus Afrika. Bräuchte ich noch. Linken, ja, da könnte was gehen. Da könnte doch was gehen. So. Ja, aber guck mal. Ah, ich habe noch einen Innenverteidiger aus Afrika, ja. Aber der hat keine Verbindung zu dem da hoch. Scheiße. Das bringt auch nichts. Dass der da Chemie 3 und 2 an. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Nicht leicht. Ey, wisst ihr was? Ich muss jetzt mal Pause machen. Ich probiere das jetzt nochmal neu zu bauen. Das hilft ja alles nichts, weil ich brauche jetzt Ewigkeiten. Ich will es noch ein bisschen gescheiter hinkriegen. Wir machen jetzt kurz einen Cut. Und dann zeige ich euch mein Ergebnis einfach. Das würde ich jetzt mal sagen, macht am meisten Sinn. Weil sonst wuse ich hier noch ewig hin und her. Okay. Ja, okay. Ich habe jetzt alles nochmal umgeändert. Es hat sich ein wenig getan. Und ich musste jetzt doch den Kompromiss eingehen. Ich habe ja gesehen, ich habe genug Spieler aus Europa. Und ja, ihr seht jetzt, ich habe ein 4-4-2-System genommen. Und hab nicht meine optimalen Stürmer, weil Sturridge, den habe ich ja auch drin. Yeah. Sturridge ist schon ziemlich angeschlagen, also hat nur noch Tempo 90. Also ich habe es jetzt so gemacht, ich habe jetzt ein 4-4-2-System. Es hätte vielleicht auch was anderes gehen können, irgendwas mit 3-5-2. Vielleicht wäre das auch gegangen, keine Ahnung. Da ich keinen linken Verteidiger habe aus Europa, habe ich jetzt einen linken Mittelfeldspieler dahin gemacht. Chemie ist jetzt zwar nur 6, aber das ist so ziemlich das Beste, was ich, glaube ich, machen konnte. Alles andere wäre einfach nur zu kompliziert geworden. Ich kann es ja im Zweifel so machen, dass ich sage, komm, dann fange ich das Spiel an und tausche. Nee, das geht ja gar nicht. Ich muss dann halt je nachdem Spieler immer hin und her austauschen. Dann wird die Chemie zwar hin und wieder runtergehen, aber es geht halt nicht anders. Das ist meine Grundmannschaft. Ja gut, anders würde es gehen, indem ich immer so eine Fitnesskarte hole und nur mit der Mannschaft spiele. Aber das will ich nicht machen. Das ist mir dann irgendwie zu teuer auf die Dauer. Deswegen mache ich das jetzt so. 100 Chemie habe ich jetzt hinbekommen. Trainer habe ich hier den genommen. Manager, weil der halt hier von Anfang an dabei war, hat noch 33 Verträge. Und ich würde sagen, damit legen wir jetzt los im nächsten Video. Also ich gehe mal die Spieler kurz durch. Ich kenne die jetzt nicht so wirklich. Hier haben wir auf jeden Fall einen kroatischen Subasic. Linker Verteidiger ist jetzt dieser Cheryshev. Abidal und Westermann sind hier. Ich habe drei Russen, ne? Ja, egal. Zwei Kroaten, drei Portugiesen aktuell. Egal. Okay, Westermann und hier rechter Verteidiger Koslov. Dann haben wir hier Johnson. Da seht ihr die Werte halt immer hier links, ne? Könnt ihr da sehen. Im Mittelfeld habe ich mich für die beiden hier entschieden. Ich habe zwar auch noch andere gute, aber hier haben wir einen, der hat ein schwacher Fuß, 4 Sterne, Spezialbewegung, 4 Sterne, kann man ja auch mal brauchen. Von daher gar nicht mal so unnötig. So, 81 Tempo, da kann man doch mit leben. Dann haben wir André Martins hier, auch 4 Sterne, schwacher Fuß, der kann auch mal so drauf schießen, wie er will. Mittel. Ich glaube, der war Hochmittel. Nee, aber auch beide Mittel. Das ist perfekt, dass die nicht zu weit, zu offensiv vielleicht sind, aber auch noch hinten arbeiten. Das finde ich ganz gut. Hier links haben wir diesen Spieler, Biljaletinov. Egal. Und hier vorne, der hat auch schon ein paar Spiele bei mir gemacht. 7 Spiele, 9 Tore. Nelson Oliveira. Den kenne ich jetzt allgemein so nicht. Wüsste jetzt nicht, wo der spielt. Und ich habe jetzt aktuell mal Hugo Almeida reingemacht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Tempo 50 jetzt so krass spürbar auswirken wird, aber der hat einen guten Schuss
und gute Angriffsraten. Also mal schauen, was da passiert. Ich habe jetzt einfach nur auf die gute Chemie gearbeitet und ich meine, man kann ja da mal hier so ein Rubinho irgendwann einwechseln. Mal gucken, was da passiert. Ich würde jetzt mich erstmal an der Stelle verabschieden und hoffe, ihr seid im nächsten Part dabei. Das heißt, ich habe jetzt im Prinzip drei Serien zum Ultimate Team FIFA 2014. Einmal meine ganz normale Ultimate Team Serie, die beim nächsten Mal wahrscheinlich mit einer extrem krassen Mannschaft, bekloppten Mannschaft, weitergehen wird. Dann seht ihr jetzt hier den Ultimate Team WM Modus. Das wird eine extra Geschichte sein. Road to WM Foot, wie auch immer ich das nennen werde. Und meine ohne groß nichts los Serie. Also drei Serien zum Ultimate Team. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Jetzt ist auf jeden Fall viel Abwechslung innerhalb vom Ultimate Team hier geboten. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Da spiele ich einmal ein komplettes Spiel und danach werde ich dann höchstwahrscheinlich die Spiele kürzer komprimieren. So wie neulich. Ich fand, das kam ganz gut. Da so ein 12-Minuten-Video, das reicht meiner. Es ist immer ganz gut, so nicht zu lange Videos zu haben. Und ich neige ja oft dazu, dass es sehr lang wird. Und ich weiß gar nicht, wie lang das jetzt schon wieder war. In diesem Sinne, abonniert mich, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und seid im nächsten Part dabei. Wenn ihr wissen wollt, wann das nächste Video kommt, guckt immer mal wieder bei modernconsumer.de vorbei. Und schaut einfach oben in den Kasten, da stehen immer Termine. Wenn ich weiß, wann das nächste Video kommt, aktualisiere ich das da für euch. Ansonsten, das T-Shirt kriegt ihr auch da. Ansonsten, bis zum nächsten Part. Danke fürs Zuschauen jetzt erstmal und ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr durcheinander gebracht und ihr habt auch Bock, dass ich die WM gewinne. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, euer Basti oder auch Modern Consumer. Okay, ich bin mal gespannt. Achso, das neue Stadion habt ihr euch jetzt noch nicht gezeigt. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das Spiel FIFA 2 System habe ich jetzt eigentlich auch noch nicht so wirklich mal gemacht. Aber ich bin halt gespannt, weil ich bin es jetzt gewohnt in letzter Zeit, dass einfach